Zu Fein Ziyang Kang Hua voller Studenten, Unterricht in Yuhan Din Laden. Gelegentlich diesen Markt besuchen, geht es durch den Dachbodenstraße, plötzlich fällt Schultern Li Ji Perika ab. Aufsah, war ein junges Mädchen auf den Dachboden gelehnt, sieht wunderschön schön, voller Leben nicht helfen konnte, reißt sie anstatte, ekstatisch, Mädchen hinunter lächelte und ging zum Haus zurück. Manchmal erkundigen sie sich über die Menschen, entdeckte ich, dass dieses Mädchen ist die Tochter von Kreuzfeld Jakob Bordell Namen zu in Ordnung, du wärst sehr fein, dachte voller Studenten zu mir schwer zu tun, versuchen, in die Höhle zu denken zurück. Hätte die ganze Nacht nicht schlafen, am nächsten Tag geht in ein Bordell voller Leben ihm die Karte reichte, war mit feinem Hu, die beide lachen, sehr glücklich, voller Leben und meinem Herzen immer mehr besessen von feinem Hu gerecht zu werden. Er entschuldigte Borgengeld von Gleichaltrigen, sammeln eine Reihe von Silber, eine dünne Hu-Held kam, sie lieben einander sehr, Manson machte eine feine Hu in 7 Kissen beiläufig gespendet. Manzheng sofort aus der Lehrtätigkeit nach Süden ausgeschieden, Hunan, hat der Magistrat wegen Nachlässigkeit bestraft, lebt in Häusern entlassen worden, die offizielle leere Tasche kann nicht Manzheng Geld präsentiert. Manzheng ist in Schwierigkeiten, es schwierig ist, in den Lokalen zu lehren zurückzukehren, 3 Jahre, kann nicht mehr zurück, sobald er die Studenten gezüchtigt, die Schüler selbst ertrinken, bedauern über den Verein. Weil sein Sohn, den vollständigen Bericht auf der offiziellen geboren, deshalb verhaftet und eingesperrt. Glücklicherweise gibt es keine anderen Studenten sympathischer Herr Fehler, immer senden ihm etwas, was nicht viele Schmerzen litt. Da Hu Fein und voller Leben, die jeweils hinter verschlossenen Türen erhalten keine Gäste. Frau fragte nach dem Grund zu kennen, zu wissen, sie war entschlossen, nicht zu ändern. Auch vorläufig nicht aktiviert. Es gibt einen feinen Geschäftsmann lieber Du, als Heiratsvermittler Frau zu handeln gefragt. Bestimmt zu gewinnen, zu hohen Preisen. Feiner Hu abgelehnt, Geschäftsmann Geschäft Hun antun, fragen heimlich über Manns von Nachrichten. Vollzeitstudenten sind etwa der Fall, Geschäftsmann mit Geld zu bestechen Beamten zu begleichen mit der Sache, so dass er Haft verlängert Manns Hun. Er kam zurück und Frau erzählte, sagte der Mensch geboren im Gefängnis gestorben ist, gut Hu verdächtige Nachricht nicht korrekt ist. Frau sagte fein Hu sagte lassen sie allein erfülltes Leben ist tot, ist nicht, zu sterben, als einen armen Gelehrten zu heiraten leiden unter Armut leben, vergleichbar wie Sättigung trägt Seide und Satar Delikatessen ist man's Hun obwohl arm, kann erhabener Charakter den schmutzigen Geschäftsmann bewacht, ist es nicht mein Wunsch. Außerdem hören sagen, wie es glaubt, komme fragt ein anderer reicher Geschäftsmann und wiederum gefälschter Abschiedsbrief Manzheng Feinen Hu, schickte ihre Hoffnungen aufgeben, Hu Fein den Brief, nur einen Tag Wein zu erhalten, Frau sagte ich hebe sie sehr früh, dass man hart für Erwachsene 2023 gearbeitet haben, am Tag belohnt werden, nicht viele sind nicht bereit, Prostituierte, und weigert sich nun, zu heiraten, was das Leben ist, Hu gezwungen fein, einen reichen Geschäftsmann zu heiraten, Unternehmer ihre Kleidung gab, spielen Heiraben, Ohrringe und anderen Schmuck ist das Angebot sehr extravagant, nach mehr als einem Jahr, gab Hu Geburt zu einem feinen Sohn. Bald erfuhr ich Manzheng bekommen Studenten die Hilfe rehabilitieren Gefängnis, dass die Reichen machen ihre Haft langfristig. Da jedoch das Konzept keine Ungerechtigkeit wo immer war, dachte zu wollen, nicht den Grund finden. Studienfinanzierung Manzheng Gerechtigkeitssinnkosten, dann auf Yuhan zurückgegeben. Du verheiratet ist fein. Extrem unwillig Herz voller Schmerz und Trauerroh zu hören, legte seine Schmerzen Dame Litt, Schnapspflegemarkt auf einem schönen alten Hu erzählt. Feiner Hu ist sehr traurig, auch, dass nach all den Schwierigkeiten, die alle die Reichen schafften, sie ritten die Reichen, die Armen der Kinder zu töten, ihre eigenen Sachen tragen, Flohmannsherrn wo alle reichen Kaufmann Kleidung Schmuck, nicht nehmen, Geschäftsmann zurück, sagte wütend die Offizielle, Beamte glauben Feinhu verziehen, liegen den Fall et acta gelegt, nicht stören, ach, was ist der Unterschied zwischen diesem Jahr und Floh nach Hankwan Johann zu Tinghu von Kauin? Aber sie tötete der Sohn dann Sache geflohen, die meisten hartherzig Person der Welt.